Der Motorradfahrer als solches ist willkommen. Der gehört dir zu. Wenn er nicht mehr kommen würde, würde was fehlen. Es sind aber so 2-3%, die über die Stränge schlagen. Die kommen nicht hierher, um die Landschaft zu genießen, um eine Tour zu machen, sondern die wollen hier ein Rennen fahren. Und das passt hier nicht. Gerade sind mehrere Motorräder an Volker Heinen vorbeigefahren. Noch nicht ganz aus dem Ort raus und schon geben die Fahrer Gummi. Heinen startet und folgt der Gruppe. Eine enge Serpentinenstraße führt bergauf. Da es hier bereits mehrere tödliche Unfälle gab, gilt Tempo 50 und Überholverbot. Die Polizei BMW ist mit einer Videokamera ausgestattet und zeichnet die gefahrene Geschwindigkeit auf. Der Beamte muss kräftig Gas geben, um die Gruppe vor ihm nicht zu verlieren. Trotz des Tempolimits werden die Maschinen vor ihm immer schneller. Mit 150 km/h geht es in die Kurve, eng vorbei an einem Radfahrer auf der gleichen Spur. Einige Kilometer weiter startet Oberkommissar Niederklapfer. Bei der Verfolgung der Motorradgruppe will er seinen Kollegen auf der BMW unterstützen. Karol 5059 für 5118. Niederklapfer versucht, seinen Kollegen auf dem Motorrad zu erreichen. Aber die alte Analogfunktechnik funktioniert mal wieder nicht. Einige Kilometer weiter holt Volker Heinen alles aus seiner schweren BMW heraus, um die leichteren und schnelleren Sportmaschinen vor ihm nicht zu verlieren. Die Fahrer sind nicht nur zu schnell, sie fahren auch riskant. Durchgezogene Linien, Warnungen vor gefährlichen Kurven, Überholverbote, nichts wird von ihnen beachtet. Im nächsten Ort kann der Beamte die Gruppe überholen und aus dem Verkehr ziehen. Die Fahrer kommen aus den Niederlanden, ihre Fahrweise ist gefährlich und das will Heinen ihnen klarmachen. Wir sind nicht hinter den Allerweltsdelikten her, die mal 20 zu schnell fahren, das interessiert uns gar nicht. Hier geht es um die Kracher, das ist hier der Fall. Und darum werden die rausgezogen und auch entsprechend belehrt. Also nicht nur abgefertigt weiterfahren, sondern wir gucken uns das Video an. Ich zeige denen die gefährlichen Stellen, was alles falsch gemacht haben. Die sollen lernen für die Zukunft und das geht so nicht. Heinen ist sauer. Er zeigt den Männern auf seinem Video, was sie alles falsch gemacht haben, wie gefährlich die Fahrt war. Die Geschwindigkeit läuft mit. In der Kurve 105, 117. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn hier die 70er-Zone nehmen wir auch mit 138. Wenn ich dann durch eine Kurve mit 150 fahre hier, das ist der Radfahrer, welche Chance habe ich hier noch, wenn was entgegenkommt? Gar keine. Genau dafür ist Heinen mit der Video-BMW im Einsatz. Motorradfahrer sollen lernen, bevor es zu spät ist. Wenn sie mal live dabei sind und müssen mal so einen Motorradfahrer bergen, der in der Leitplanke hängt, dann haben sie eigentlich die Schnauze voll. Dann wissen sie, was es geht. Mhm. Wenn sie keine negativen Erfahrungen haben und sagen, das tut's ja immer, ja, dann bringen das auch nicht. Darum sind wir dann, zeigen ihnen, wie gefährlich das Ganze ist. Und das ist eigentlich der Kernpunkt, dass sie erkennen, war zu viel. Sie sollen sagen, okay, das erkenne ich jetzt auch und sonst nicht nochmal machen. Also sie müssen schon belehrbar sein und sagen, war Käse, mach ich nicht mehr. Ja, aber das ist in Ordnung? Ja. Haben wir es auch verständigt? Alles klar. Dann bitte die EC-Karten. Denn es bleibt nicht bei der Videovorführung und Belehrung. Die schnelle und riskante Fahrt hat teure Folgen. Bei 70 km/h Überschreitung hört der Bußgeldtappstand auf. Und wenn wir 140 oder 60 fahren, sind wir schon weit drüber. Das heißt, nur das eine Mal zu schnell fahren sind 1200 Euro. Das gefährliche Überholen nochmal 500 Euro. Also wir reden jetzt hier schon über eine Summe von 1700 Euro, 300 Fahrverbot. Pro Fahrer? Pro Fahrer. Ist hier kein Kollektiv, sondern die bezahlt jeder für sich. Die drei Fahrer kommen aus der Nähe von Rotterdam. Zwei Tage wollten sie mit ihren Sportmaschinen in der Eifel unterwegs sein. Dass sie zu schnell waren, wussten sie. Wir wussten, dass es ein Speedlimit ist, aber nicht so niedrig. Wir haben gedacht, 70, 80, 90 oder so etwas. Aber es war ein Schilder, Wir gucken nach Verkehr. Geht's? Gibt viel Verkehr, gibt weniger Verkehr und weniger auf die Schilder. Das ist falsch, das ist nicht gut, das verstehe ich. Aber das ist, was passiert ist. Ja. Um solche Fahrer zu stoppen, ist Heinen jedes Wochenende unterwegs. Kunden, sagt er, hätte er genug. Eigentlich warten wir auf diese Leute. Der Rest darf hier unbehelligt fahren. Der gehört zur Eifel dazu. Wir wollen nicht die Axt im Wald sein, sondern wir fischen die raus, wo auch andere sich nach umdrehen, Kopf schütteln und sagen, was ist das denn hier? Was ist das für eine Nummer? Dann sind wir gefordert. Die müssen wir rausfischen mit aller Härte. Und die sollen spüren, dass das so nicht geht.